Instagrams großes Thema, das Ich und seine Selbstoptimierung. Künstlerinnen und Künstler setzen sich in Szene. Gerade im Bereich digitaler Kunst und Performance öffnet Instagram den Blick in Nischen. Es gibt immer wieder Individuen, die aus der Masse herausstechen und Dinge anders machen als alle anderen. Und warum sind die interessant? Weil sie authentisch sind, Themen ansprechen, die sonst nicht angesprochen werden. Und genauso ist es bei Künstler und Künstlerinnen. Ja klar, man kann mit dem Strom schwimmen, so ist das auch auf dem Kunstmarkt. Aber man kann eben auch was Eigenes für sich finden. Der spanisch-kroatische Fotograf und Performer Filip Čustić gibt sich auf Instagram als Mischung aus Nacktmodel, Influencer und digitaler Künstler. Die Grenzen verwischen. Als Künstler lebt er auf Instagram. Ich mag es, über mein Leben als Künstler Tag für Tag zu kommunizieren. Darum mache ich immer mehr künstlerische Sachen, also nicht solche Sachen wie, hey, ich hänge gerade mit meinen Freunden rum. Das mache ich auch, aber ich denke, als Künstler heutzutage ist es sehr wichtig, dass du wie ein 360-Grad-Künstler zeigst, dass da nicht nur deine Kunst auf dem Bild ist, sondern auch Stories und Reels. In jeder App musst du wie ein Künstler sein. Du musst in der Lage sein, deine Kreativität in das soziale Netzwerk zu übersetzen. Reel. Ein Reel ist ein Kurzfilm, gebaut aus mehreren Clips, maximal 30 Sekunden. In Reels kannst du eigene Clips mit Clips von anderen lustig zusammenbasteln. Schneller laufen lassen. Splitscreen machen. Schöne Musik drauflegen. Woher kommt's? Aus dem Englischen. Ein Reel ist eine Spule. Man spult seine Videos wie ein Garnröllchen ab und ab und ab und ab. Als Künstler ist das, glaube ich, eine große Inspirationsquelle, wenn man einen Haufen Input bekommt. Wenn du nirgends irgendwas findest, wird dir der Algorithmus etwas Interessantes zeigen, das dir gefallen könnte. Für mich ist das ein guter Weg, Anregungen zu bekommen, neue Künstler zu entdecken, mich mit Leuten zu vernetzen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Diese virtuellen Beziehungen, die ich und auch andere Künstler miteinander knüpfen, die sind gut, weil Distanz keine Rolle mehr spielt. Als Künstler gebrauche ich Instagram wie ein Werkzeug. Du kannst es nicht gebrauchen. Wirklich. Wenn du heutzutage Instagram als Künstler nicht hast, dann beschränkst du dich sehr. Wenn du drin bist, hilft es dir, größer zu werden, schneller zu wachsen. Es gibt dir ein Podest, eine Bühne, auf der du gesehen wirst. Ich glaube, das ist das, was ein Künstler will. Die ersten Künstler und Künstlerinnen auf Instagram, da müsste man vielleicht unterscheiden zwischen etablierten Künstlern und Künstlerinnen, also solche, die schon bekannt waren. Da wäre dann der erste Fotograf, Stephen Shaw. Amerikaner, der in den 70er Jahren bekannt geworden ist mit New Color Photography. Und dann fing er im Jahr 2014 an, Instagram als künstlerisches Medium zu nutzen. Und er hat sich eben immer der Zeit angepasst und geschaut, was ist gerade aktuell. Und dann hat er eben geschaut, okay, wie funktioniert diese Plattform? Und es ging gar nicht darum, ein perfektes Bild zu machen, also ich nenne es jetzt mal Kunstfotografie, sondern er wollte fotografieren wie die breitere Masse und ist durch Amerika gereist, hat jedes Frühstück fotografiert, jede Person, die er getroffen hat, und das waren Snapshots. Und jetzt fotografiert er eben, ja, wie fast jeder fotografiert, der Instagram nutzt. Also ich habe mal in meiner Kolumne geschrieben, eigentlich sieht der Instagram-Account von des weltberühmten Fotografen Stephen Shaw aus wie der meiner eigenen Mutter. Etablierte KünstlerInnen konterkarieren ihren Fame auf Instagram durch Understatement. Newcomer dagegen versuchen die Chance zu nutzen, sich mit einem Account und ihrem Grid so zu präsentieren, als seien sie schon immer Profis gewesen. Grid. Der Grid ist wichtig, sehr wichtig für den ersten Eindruck. Wie bei der Liebe auf den ersten Blick. Außerdem gibt der Grid Struktur mit diesen Kacheln da. Für alle Inhalte und auch die Posts auf deinem Profil. Und woher kommt's? Wieder aus dem Englischen? Ja, woher sonst? Grid heißt Netz, Raster, Gitter. Filip Čustić macht das Insta-Face zum Anliegen seiner Kunst. Er reflektiert Körper und Schönheit in der Technologie, die Instagram bietet.
Meine wichtigste Inspiration ist nicht nur der menschliche Körper, sondern auch der menschliche Geist und Technologie. Und wie diese Technologie wieder Geist und Körper beeinflusst, das fasziniert und inspiriert mich am meisten. Seine Videoclips scheinen die Schönheit des nackten Körpers zu überhöhen. Ich bin davon besessen, neue Gedanken zu entwickeln, den Menschen auf eine neue Ebene zu heben, mehr zu erfahren, Lösungen zu finden, das Leben auf dieser Erde auf andere Weise zu erfahren. Der Mensch auf einem neuen Level. Das ist das Metaverse, für das Čustić Avatare bauen will. Ich kann ein Auge grün, eins blau machen. Den Mund groß, das eine Ohr einer 60-Jährigen, das andere von einem 5-jährigen Kleinkind. Das wird dann meine nächste Skulptur. Es dreht sich alles darum, wie wir unsere Haut in der virtuellen Welt verändern. Unsere Haut, unser Körper verliert an Wert, weil das einzige von Wert der Avatar sein wird. Er ist der Einzige, der ewig lebt. Wenn wir sterben, kommt unser Körper unter die Erde, aber der Avatar ist immer noch im Internet und macht Sachen. Wen interessiert schon die analoge Welt? Es geht um das Metaverse. Im Metaverse können wir für immer leben. Es ist konzipiert für die Ewigkeit. Die Gegenwart, in der wir gerade leben, ist wirklich sehr anregend. Denn zum ersten Mal können wir mit dieser Sache, die wir Technologie nennen, spielen. Und mit der Sache, die wir Metaverse oder virtuelle Welt nennen. Uns wird beigebracht, dass wir ein Profil schaffen müssen. Das nächste Level ist dann, ein Profil mit Bild zu schaffen, also unseren eigenen Avatar herzustellen. Ich mache mich also schon bereit für den Moment, wenn man einen selbst erstellten Avatar haben muss. Ein Avatar für die digitale Zukunft. Ich mag die Freiheit, die die virtuelle Welt dem Künstler bietet. Denn damit sind die Grenzen der Physik und der realen Welt aufgehoben. Und man kann unendlich experimentieren. Filip Čustić verlängert sein künstlerisches Leben schon heute in die Zukunft. Ich habe mich entschieden, das Spiel mitzuspielen, weil ich es will. Wenn ich es nicht mehr will, dann höre ich damit auf. Aber es ist wie eine Sucht. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht lieber aufhören soll, weil es wirklich sehr heftig ist. Denn du musst immer weiter posten. Wenn du nicht postest, gibt es dich nicht. Offline. Offline bezeichnet einen Zustand. Wenn du offline bist, dann bist du auf Instagram nicht zu erreichen. Digital tot. Aber hoffentlich analog noch total lebendig. Es ist so ein Geben und Nehmen. Wenn wir Inhalte erhalten, belohnt uns der Algorithmus. Gäbe es kein Instagram, dann würde ich nicht so viel für meine Sache arbeiten. Instagram, das ist wie ein Fenster für mich, aus dem ich herausrufe, hey, ich tue das hier und ich kann immer weitermachen. Ja. Ich mache das, ohne mir viel dabei zu denken. Einfach, weil ich dieser Instagram-Sache zum Opfer gefallen bin und das eben jetzt der Weg ist, meine Kreativität auszudrücken. Und es sieht so aus, als würde ich mit meinem Körper spielen, weil ich davon besessen bin, aber so sind wir eben. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der auf Schönheit großer Druck lastet. Wir glauben, hier das Gleiche erreichen zu können wie ein Avatar in der virtuellen Welt. Dabei ist das im wirklichen Leben unmöglich. Zurzeit befinden wir uns in einer Art Übergang, in dem wir mit unserem irdischen Avatar so umgehen wie mit unserem virtuellen. Das ist ein dauerndes Gespräch, das ich mit mir selbst führe und mit den Leuten, die ich porträtiere.
Ich versuche, mich den menschlichen Unsicherheiten zu stellen, weil ich glaube, dass wir zu sehr davon beherrscht sind, vollkommen zu sein. Perfektion oder nicht, egal. Hauptsache digital. Das ist das Credo von Instagram. Digitale Kunst wird nicht so gern betrachtet. Ich meine, warum ist es Kunst? Weil ich ein Künstler bin.